Eigentlich sollte Letizia von Spanien am Wochenende mit ihrem Ehemann Felipe nach Spanien reisen. Doch die Königin sagte kurzfristig ab. Es sollte ein Treffen zweier Freundinnen werden, doch ganz kurzfristig sagte Königin Letizia von Spanien, 52, den offiziellen Besuch in Jordanien und damit ein Wiedersehen mit ihrer Freundin Königin Rania ab. Eigentlich wollten Letizia und ihr Ehemann, König Felipe, 56, 2 Tage in der Hauptstadt Amman bleiben. Geplant waren 2 Galadinner, ein Besuch der spanischen Gemeinschaft und ein Empfang bei Königin Rania, 54, und König Abdullah, 62. Letizia entschied aus Angst, in Spanien zu bleiben. Doch die Reisepläne mussten angepasst werden. Die Sicherheitslage in dem Land im Nahen Osten, das direkt an Israel grenzt und nahe an Gaza liegt, ist in diesen Tagen schwierig. Aus Angst entschied Letizia nur wenige Tage vor dem Abflug schweren Herzens, zu Hause in Spanien zu bleiben. Auch Felipe änderte seine Pläne, er verkürzte seine Reise auf einen Tag, das Programm wurde angepasst. Schon im Vorfeld hatte die Reise immer wieder für Aufsehen gesorgt, vor allem wegen der schwierigen Logistik und der Sicherheit in der Region. Trotzdem sollte das Königspaar, auch auf Wunsch der spanischen Regierung, nach Jordanien reisen, um die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu stärken. Auch die Könige sollten sich weiter annähern. Zumindest der letzte Punkt scheint geklappt zu haben. Felipe wurde von Abdullah und dessen Sohn Kronprinz Hussein, 30, feierlich in Empfang genommen. Die Stimmung zwischen den beiden Monarchen wirkte ausgelassen. Rania und Letizia sind seit 20 Jahren befreundet. Ein Wiedersehen der beiden Königinnen muss dagegen weiter warten. Das Verhältnis zwischen Letizia und Rania wird als hervorragend beschrieben. Die beiden royalen Stilikonen kennen sich seit 20 Jahren. Die Frauen trafen sich erstmals 2004 zur Hochzeit des damaligen spanischen Kronprinzenpaares. Kurz darauf verbrachten Letizia und Felipe sogar einen Teil ihrer Flitterwochen in Jordanien. Es folgten zahlreiche Treffen. Zum letzten Mal sahen sich die beiden im Juni 2023, als das jordanische Königspaar zu Besuch in Madrid war. Die Bilder von damals machten deutlich, wie nahe sich Letizia und Rania stehen. In einem Interview mit der spanischen Zeitschrift Hola sprach Rania 2023 auch über ihre Verbindung zu Letizia. Sie ist eine sehr herzliche Gastgeberin und eine leidenschaftliche Verfechterin der Anliegen, die ihr am Herzen liegen. Ganz gleich, wie lange wir voneinander getrennt sind, wir haben uns immer viel zu sagen. Das nächste Treffen muss nun länger warten als geplant, doch es wird sicher genauso herzlich werden, wie das letzte.